Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Das Koan steht im Katoshu, Fall 263. Kansan tadelt einen Mönch. Kansan Egen sah einen Mönch kommen und schimpfte ihn aus. Der Mönch sagte: Ich kam den ganzen weiten Weg bis hierher, um dich wegen der großen Sache von Geburt und Tod zu treffen. Warum schimpfst du mich aus? Es gibt keine Geburt und Tod bei mir, antwortete Kansan. Er schlug den Mönch und jagte ihn davon. Ja, man staunt, wie Kansan sich hier verhält. Immerhin steht auf unserem Han, den wir gerade gehört haben und den Tanja gerade angeschlagen hat, Leben, Tod, große Angelegenheit. Und in dem alten Han ist es noch mehr ausgeführt. Da steht, dass wir die Zeit nutzen sollen, weil das Leben kurz ist und wir deshalb uns sofort an die Klärung dieser wichtigen Angelegenheit machen sollten. Das ist eine Empfehlung, die normalerweise vor jedem Tesho und so weiter in Erinnerung gebracht wird. Und hier kommt ein Mönch und bittet um Unterstützung bei der Klärung der großen Sache von Geburt und Tod. Und Kansan schickt ihn weg. Bei mir gibt es kein Geburt und Tod. Das ist schockierend, ja? Tausende von Zen-Mönchen sollen sich mit der Frage beschäftigen und wir ja auch. Und überhaupt ist es in unserer konsumfreudigen Welt ja gar nicht so leicht, die Frage von Leben und Tod überhaupt in das allgemeine Bewusstsein zu heben. Viele leben ja nach der Devise, das geht immer so weiter. Und da erstaunt es, wie sich Kansan hier verhält. Und ich frage mich, wie der Krieger des Herzens mit dieser Situation angemessen umgehen kann. Wie geht einer, der mit Bodhicitta ringt und einen anderen Standort versucht einzunehmen, als der normale Mitbürger es vielleicht von sich aus tut. Wir haben ja heute Morgen das Herzsutra in einer etwas anderen Version auf Deutsch rezitiert. Und da ist statt von Leerheit, von Grenzenlosigkeit die Rede. Und tatsächlich ist es meiner Meinung nach so, dass der Krieger des Herzens in der Erfahrung der Grenzenlosigkeit wurzelt. Und dadurch entkommt er einer gewissen optischen Täuschung, von der Albert Einstein in folgendem Zitat spricht. Der sagt nämlich: Ein menschliches Wesen ist Teil eines Ganzen, welches wir das Universum nennen. Ein in Zeit und Raum begrenzter Teil. Es erfährt sich selbst,
seine Gedanken und Gefühle als etwas vom Rest Getrenntes. Eine Art optischer Täuschung des Bewusstseins. Diese Täuschung ist so etwas wie ein Gefängnis für uns, da sie unsere persönlichen Wünsche und Zuneigungen auf wenige Menschen, die uns nahestehen, einschränkt. Unser Ziel muss es sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Horizont unseres Verstehens und unseres Mitempfindens dahingehend ausweiten, dass er alle Lebewesen und die Gesamtheit der Natur in ihrer Schönheit umfasst. Ja, Pema Chödrön hat sich auch mit diesem Zitat Einsteins beschäftigt und sagt, wie Albert Einstein sagte, liegt die Tragik der Tatsache, dass wir uns als von allen anderen getrennt erfahren darin, dass diese Täuschung zu einem Gefängnis wird. Und was noch trauriger ist, die Möglichkeit der Freiheit wird immer bedrohlicher für uns. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen, wenn die Mauern einmal fallen. Sie berichtet davon einer Freundin, deren Eltern nach Florida in so einen geschützten Wohnbereich gezogen sind. Ja? Also wie viele ältere Menschen in den USA eben gerne nach Florida ziehen, da ist es schön warm und da ist man auch irgendwie geschützt, weil es da solche Wohnanlagen gibt, in denen man umschlossen ist von Mauern. Und die Freundin schildert nun, wie diese Eltern, nachdem sie da in ihr Heim hinter Mauern gezogen sind, immer ängstlicher werden, trauen sich immer weniger raus aus diesem Bezirk. Und ihr Misstrauen wird immer größer. Handwerker oder Dienstpersonal kommt durch das Tor rein und sie befürchten, dass diese Menschen irgendwas gegen sie im Schilde führen könnten. Und schlussendlich trauen sie sich selber gar nicht mehr raus und beauftragen einen Service, sie mit Lebensmitteln zu versorgen. Und es wird immer enger in diesem Gefängnis. Und als ich in Südamerika war, da wohnte ich eine Zeit lang auch in Lima und da gibt es einen Stadtteil Lima Miraflores, der jetzt mit Hochhäusern bebaut ist, habe ich gesehen neuerdings, aber der zu meiner Zeit mit sehr vielen noblen Anwesen bestückt waren, die alle ummauert waren mit hohen Mauern. Man konnte nicht über die Mauer gucken, was dahinter eigentlich los ist. Man konnte auch kaum durch das Gitter gucken der Tore. Ja. Man musste schon mal eingeladen werden, um zu sehen, was da eigentlich los ist. Die wohlhabende kleine Oberschicht von Peru, die hat sich da auch so eingemauert. Ich selbst habe so den Unterschied bemerkt, bei meinen Forschungen in Peru, da bin ich auch viel zu ganz armen Leuten vorgestoßen. Das Erste, was mir da auffiel, bei diesen Menschen, die wirklich große Armut zu gewärtigen hatte, war, dass sie so unglaublich freundlich und gastfrei waren. Das Wenige, was sie hatten, haben sie noch geteilt. Ja. Gut, ich fand da bei einem Bauern,
Da fand ich da kein richtiges Bett. Dann haben wir uns geeinigt, dass ich auf dem Esstisch schlafen kann mit meinem Schlafsack. Das war eine herrliche Nacht, weil es so gesichert war von dem Wohlwollen dieser Menschen. Da brauchte ich keine Pistole unterm Kopfkissen zu haben und kein Sicherheitsschloss. Alles war offen, ja, jeder hätte da reinkommen können und man konnte schon froh sein, wenn die Hühner einem nicht morgens irgendwie über den Kopf liefen. Also es war eine ganz andere Verbundenheit mit der Grenzenlosigkeit. Ja. Und im Nachhinein schätze ich das sehr und ich darf das ja hier in den Vorträgen nicht so öffentlich sagen. Nachher kommt noch jemand auf die Gedanken, bei mir vorbeizuschauen. Aber das Haus, in dem ich hier im Lebensgarten lebe, das steht seit 35 Jahren offen. Das ist nicht alles nur pure Absicht, sondern ich war mal in München unterwegs und wollte zurückfahren. Da dachte ich, da kaufe ich mir doch noch schnell den Spiegel in so einer Pressebuchhandlung und renne dann zum Zug. Ne? Mein Portemonnaie habe ich irgendwie schnell so in so eine Seitentasche gesteckt. Dann setze ich mich hin und nach 5 Minuten klopfe ich auf meine Seitentasche, ist mein Portemonnaie weg. Ja? Eine Station weiter, da hörte ich jemand sagen, hier liegt ein Portemonnaie rum. Dann bin ich hingegangen, es war meins. Ja. Es war nur alles Geld raus, auch das Bargeld. Und in diesem Bargeldfach, da war mein Hausschlüssel drin. Der war dann auch weg. Da habe ich mich gefragt, brauche ich das Ding überhaupt noch? Ne? Brauchte ich nicht mehr. Gut, also zum Glück, mein Führerschein und Ausweis, das hatten die gnädigerweise da drin gelassen, in dem Portemonnaie. Hätte man ja auch noch vielleicht umsetzen können. Aber ja, das ist ein bestimmtes Lebensgefühl, dass man sich sagt, ich bin in der Grenzenlosigkeit zu Hause. Da kann mir eigentlich gar nichts passieren. Man kann aber auch in seinen Furcht und Schrecken zu Hause sein. Dann passiert häufig was. Ja. Ich erinnere mich, dass Kamli so eine Phase hatte, wo sie sich sehr bedroht fühlte von in ihrem Haus. Ja. Und vor allem habe ich erlebt, ein Paar, das eingezogen ist, so Rosenanger 19, die haben das ganze Haus mit Sicherheitsschlössern und allem verbarrikadiert. Er war so Bonner Regierungsbeamter und hatte mit Katasterinformationen zu tun. Und dem war das wirklich wichtig, in einem gesicherten Haus zu leben. Und es ist das einzige Haus, von dem ich gehört habe, in das mal eingebrochen wurde. Also die Täter sind über die ungesicherten Kellerfenster, da waren so Gitter drauf. Wenn man sein Haus wirklich befestigen will, dann muss man diese Gitter anschließen. Ja? Kann man nicht einfach so da so liegen lassen. Nee, das gehört auch noch dazu. Das hat er später erkannt, war sein Fehler. Ja. Der Schaden war immens, 30.000 Mark oder sowas. Und der andere Fall war halt, dass jemand betrunken in der Wohnung von Kamli da erschien und lallend da nach Mitternacht
durch ihre Flure wankte und nach einem Schlafplatz suchte. Ja. Es ist ja auch unheimlich, wenn einem sowas begegnet. Also Grenzenlosigkeit hin oder her. Das möchte man irgendwie auch nicht so haben. Ja. Und trotzdem ist es ein Unterschied, ob wir im Notfall lieber vertrauen oder misstrauen. Wenn man vertraut, wird man auch beschissen. Aber es ist irgendwie anders, wenn man sich trotzdem wieder dem Vertrauen hingibt, ja, als wenn man Misstrauen nährt und immer misstrauischer wird, ja, werde auch, oh, da hat es eben gehupt und ein Hund hat gebellt. Und, oh. Man kann sich ja in so eine Furcht- und Schreckenwelt hineinbegeben. Und ja, das ist so unsere Tragik, wenn wir so diese enge Abgegrenztheit für uns für wichtig halten und als die einzige Wirklichkeit ansehen, dann werden wir Gefangener dieses Konzepts. Man spricht ja manchmal vom Ego, das ist vielleicht nicht immer hilfreich, weil Ego schon so ein moralisch aufgeladener Begriff ist. Sollte man nicht haben oder so denken wir, ja. Ist in meinen Augen nicht hilfreich, dieser Gedanke. Weil, sagen wir mal, das Entstehen eines Ichs und das Zuordnen zu Dingen wie das ist meins und deins und so, das hat ja durchaus auch irgendwo seine Berechtigung. Ja? Also es hilft uns, uns zu orientieren oder so. Aber wenn es zum vorherrschenden Konzept wird, dann ist es ein Gefängnis. Und die Krieger des Herzens versuchen halt, dieser Gefangenschaft zu entkommen. Und dazu gehört, dass sie sich auch unangenehmen Situationen stellen. Was mache ich, wenn da einer bei mir im Haus rumwankt? Wie gehe ich damit um, ja? Sage ich dann, ja, das ist mein vergangenes Karma, das bringt mich jetzt auch mal mit den Folgen in Verbindung, die ich früher in meinem früheren Leben anderen zugemutet habe. Das ist so eine Theorie, ne? Kann man natürlich anwenden. Frage ist, ob das wirklich hilfreich ist. Hier geht es ja unter anderem um die Frage, warum antwortet Kansan so massiv und wie können wir uns als Bodhisattvas mit diesem Verhalten arrangieren? Wie gehen wir damit um? Ja? Ich vermute, dass Kansan, wie alle Zen-Meister, die so barsch auftreten, da von seiner subtilen Herzlichkeit Gebrauch gemacht hat. Ja. So eine unerkannte Barmherzigkeit, die darauf abzielt, diesen Mönch auf sich selbst zurückzuweisen. Er soll sich nicht von anderen vorblasen lassen, was es mit Leben und Tod auf sich hat. Nee, untersuch die Frage selbst. Versuche selber dahinter zu kommen, was es damit auf sich hat. Und in dieser Strenge von ihm, da liegt was Barmherziges. Und trotzdem ist es natürlich für uns eine Frage, wie wir ganz allgemein im Umgang auch miteinander mit einem massiven Nein umgehen. Wenn wir jetzt unseren Partner bitten, kann ich am Wochenende mal mit unserem Auto Ute besuchen, die feiert da ihren Geburtstag nach. Und der Partner sagt, na, wie gehen wir damit um?
Oft ahnt man schon, dass der das vielleicht sagt. Und diese Ahnungen sind auch nicht hilfreich, weil wir uns dann nämlich gar nicht mehr trauen zu kommunizieren. Bei mir wohnt ja eine Frau, die so gerne von ihrer gestalterischen Begabung Gebrauch macht und die mir lauter Vorschläge gemacht hat, wie man mein Wohnzimmer entrümpeln und umgestalten kann. Sie hat mir gesagt, dass es sie frustriert, dass ich da immer erstmal so geschockt gucke, statt so freudig und Mensch, das ist so eine tolle Idee oder sowas. Fällt mir da gar nicht ein. Sie sagen mir, da habe ich da jetzt 30 Jahre in Frieden drin gelebt. Warum muss das jetzt hier alles? Die Hälfte des Sofas raus, ein Bücherregal weg. Wie? Ja, also vor dem Klavier darf kein schwarzer Klavierstuhl mehr stehen. Da muss was anderes hin. Möglich Naturmaterial und so. Ja, das sind in meinem Alter unglaubliche Herausforderungen. Ja, sie hat mir gesagt, dass sie darunter sehr leidet, dass ich da nicht mit offenen Armen dastehe und den Segen schon darin sehe. Es liegt ein Segen darauf, das habe ich hinterher festgestellt. Ja. Es ist schön, durchs Wohnzimmer zu gehen und da so ein bisschen Platz zu haben, dass man sich auch bewegen kann. Es gibt noch einen Raum, wo meine Hemmungen noch so groß sind, diesen Gestaltungsprozess zulassen, das ist mein Arbeitszimmer. Mein Arbeitszimmer ist so eine Art Authentizitätshöhle. Also, wer wissen will, was ich für einer bin, der muss in mein Arbeitszimmer kommen. Und dann kann er sich da von der unglaublichen Vielfalt, die da ausgebreitet ist, in unüberschaubarer Weise, wo nur ich weiß, wenn ein Vorgang von vor 3 Jahren irgendwie plötzlich von meinem Steuerberater angefordert wird, da weiß nur ich, wo man danach guckt. Die Stapel, ja, wie ist das nach dem Vesuv-Prinzip organisiert? Na, diese Krater, die da so rumliegen auf Schreibtischen und Ablagen. Wo findet man was? Und die Hölle ist, wenn jemand da Ordnung macht. Ja. Da finde ich ja gar nichts mehr. Also das ist so ein Bereich, wo ich immer wieder zucke. Aber wir wollen den auch noch in Angriff nehmen, weil ich kann den Segen sehen in anderen Bereichen des Hauses. Ist Keller, also ja, unglaublich, wie der sich verändert hat. Ja. So viel rausgekommen. Es hat auch so seinen ganz besonderen Charme, wenn ich da sonntags zum Tanzen gehe und dann sehe ich, ah, Sommerpaar, der trägt jetzt mein grünes Sweatshirt, ja. Also wir haben ungefähr die Hälfte meiner Jeans und meiner Hemden und so weiter wieder in Umlauf gegeben. Die Theorie ist, die Sachen stocken da in deinem Schrank, die sind nicht in Bewegung. Und wenn die Materie nicht in Bewegung ist, dann fühlt sie sich auch nicht glücklich. Es ist irgendwie schöner, wenn die Sachen benutzt werden, ja, und in Umlauf kommen. Ja, meine feinsten Schuhe, die sehe ich bei anderen Leuten an Füßen, die sind einen Tag im Fundus und dann sind sie schon wieder in Umlauf. Ja, und mir 3 Jahre im Schrank darauf gewartet, dass ich mal zum Notar gehen muss. Ja. Ah, wozu mit den Schuhen zum Notar gehen? Man kann heute auch Turnschuhe anziehen, das macht dem Notar nichts. Also, ja. So eine gewisse Auflockerung durch Loslassen und Verlebendigung des Materialflusses
Das habe ich jetzt in den letzten Monaten gelernt. Und okay, das ist also jetzt so ein Teil meines Kriegerweges, weil das ist für mich erstmal unangenehm. Gehe an die Orte, die für dich unangenehm sind. Gehe in dein Arbeitszimmer und guck dir. Also es ist herausfordernd. Und es ist schön. Es ist schön, wenn man der Herausforderung nachkommen kann. Jetzt ist ja hier die Herausforderung, eine Bitte zu stellen um eine Fundamentalfrage der persönlichen Existenz zu klären. Und da wird man verprügelt, ja. Hau ab! Ja, da muss man sich auch erst gewöhnen, dass das irgendwie Barmherzigkeit sein soll. Ja, eine Hilfe, dass ich selber ins Denken bzw. ins Erfahren komme. Trotzdem finde ich, sollte man die Kommunikation durchaus noch mal etwas genauer anschauen. Also jetzt nicht von den beiden, sondern von uns. Wenn wir also den Partner fragen, kann ich das Auto haben oder so und stoße auf ein Nein. Wie kann ich damit umgehen? Ja? Für gewöhnlich ist es so, dass wir in der Welt, in der wir uns normalerweise bewegen, versuchen, ein Nein möglichst zu vermeiden. Das heißt, wir nehmen auf den Kommunikationsprozess in einer heiklen Situation schon mal einen Einfluss, indem wir das gut vorbereiten. Na, wenn wir da einen Urlaub haben wollen als Single in der Haupturlaubszeit, wo doch klar ist, dass Leute mit Kindern und Familie da Vorrang haben, und ich dann da ankomme und frage, ob ich da meinen Neuseeland-Urlaub nehmen kann, dann ist es ja hilfreich, dass ich das gut vorbereite. Erstmal, dass ich mich selber kläre, will ich überhaupt nach Neuseeland und warum? Dann wird mir klar, ja, also ich möchte gerne mal die andere Halbkugel unseres Planeten auch kennenlernen. Ist mir sehr dringend, weil eine Freundin war da und hat mir erzählt, wie schön es da ist. Dann, wie spreche ich den zuständigen Personalleiter oder wer das da ist, jetzt an? Ja? Und da kann ich etwas tun, indem ich meine Beweggründe vortrage. Wenn ich nur einfach hingehe und sage, ich will Urlaub haben während der Zeit, kann es sein, dass ich sofort auf ein Nein treffe. Aber selbst wenn ich es gut vorbereite, kann es sein, dass der Nein sagt. Und ja, da ist für mich wichtig, mir klarzumachen, in diesem Kommunikationsprozess, wo liegen da die Verantwortlichkeiten? Ich kann Verantwortung übernehmen für die Selbstklärung. Ich kann Verantwortung übernehmen, wie ich zum Beispiel meine Bitte ausdrücke. Aber ich kann keine Verantwortung übernehmen für die Antwort, die ich kriege. Und oft denken wir, dafür bin ich auch noch verantwortlich. Hätte ich mich da noch etwas geschickter ausgedrückt, dann wäre es nicht zu diesem Nein gekommen. Ich finde das hilfreich, sich klarzumachen, dass was die Person auf meine Bitte antwortet, dass das ihres ist. Es ist ihre Angelegenheit, ist ihre Verantwortung. Wenn die mir so ein Nein für an den Kopf knallt, ist ihre Verantwortung. Aber der Prozess ist da ja noch nicht zu Ende. Ich habe ja dann noch mal Einfluss, wie ich dieses Nein empfange. Und da
ist die Gefahr groß, dass wir da schon resigniert haben. Dass wir das Nein so als eine Art Beziehungsinfragestellung nehmen. Dass wir denken, er will ja gar nicht mit mir kooperieren oder war so ein Idiot, war ja nicht anders zu erwarten und so. Mit dem brauche ich gar nichts mehr zu machen. Diese Art von Resignation ist nicht hilfreich, ne? Sondern was helfen könnte aus Kriegersicht, ist zu sehen, wir befinden uns in einem gemeinsamen Tanz. Der ist noch nicht zu Ende, weil der andere Nein gesagt hat. Das große Leben umfängt uns ja beide und der hat vielleicht seine Gründe, warum er Nein sagt. Die habe ich ja noch gar nicht erfahren. Was bewegt denn ihn? Vielleicht können wir darüber verhandeln, was mich bewegt und was ihn bewegt und das zu irgendwie zusammenbringen. Diese Chance hätten wir. Es verlangt aber, dass wir mit einer größeren Perspektive in die Kommunikation gehen. Dass wir auch dem anderen zugestehen, dass er von Beweggründen regiert wird, die ernst genommen werden wollen. Und dass wir uns eine Möglichkeit verschaffen, zu seinen Beweggründen Zugang zu bekommen. Und dann zu schauen, geht das Neuseeland und Zuverlässigkeit der Kundenbetreuung, geht das vielleicht doch irgendwie zusammen? Also diese Untersuchungsarbeit ist in gewisser Weise anstrengend. Sie ist vor allem deshalb anstrengend, weil wir ja unseren eigenen Frust da erstmal anschauen. Und uns in das Unangenehme der Situation nochmal einfinden und das erstmal bejahen, dass wir in dieser Situation stecken und dass wir da nicht weglaufen. Also das empfiehlt zum Beispiel Pema Chödrön, dem Krieger Bodhisattva, dass er standhält. Und dass er klar schaut, was ist hier los, was ist bei dem anderen los, was ist bei mir los. Ja, und das ist ganz klar, wenn wir uns in dieser Weise öffnen, auch für unser Scheitern in dem Augenblick, dass wir dann einen neuen Zugang zur Lebendigkeit bekommen. Und dieser neue Zugang, der hat auch etwas Befreiendes. Es hat auch etwas Schönes. Wir hatten mal ein GfK-Tagung mit dem Titel Lustvoll scheitern. Da ging es gerade um diese Thematik, ja. Nicht so zu tun, als wären wir die ewigen Erfolgstypen und so und als könnte uns nichts misslingen. Nee. Voll ins Scheitern reingehen und den besonderen Charme des Scheiterns herauszufinden. Ja? Das ist natürlich mit Hilfe anderer leichter, weil die anderen Bodhisattvas dann uns Einfühlung geben können und wir die Möglichkeit haben, den Segen der vier Aspekte des Mitgefühls, der vier göttlichen Weilungen, der vier geistigen Standorte des Mitgefühls tatsächlich zu erleben. Die größte Schwierigkeit ist in meinen Augen, mit sich selber mitfühlend zu sein in so einer Situation. Irgendwie
sagen wir uns, du hast es vermasselt. Ja. Und das hilft uns nicht weiter, das hemmt uns, blockiert uns. Ja. Gehen wir mit Schuld aus der ganzen Sache raus. Und das Schlimme ist, das kann Jahre dauern. Wenn wir in so einer Beziehung sind, wo wir es noch nicht gelernt haben, selbst einfühlsam zu sein und uns auf diese Weise auch mehr zu trauen, was zu sagen und mehr Standing zu kriegen, ja, mehr Selbstbewusstsein. Unsere Beweggründe sind unsere Buddha-Natur. Die will nicht in die Tonne getreten werden. Die möchte gern in uns leben. Und da brauchen wir sowas wie Selbsteinfühlung, um die wieder zu beleben, nachdem wir sie selber in die Tonne getreten haben. Naja, die Pema Chödrön sagt noch, wir müssen uns deutlich machen, dass Furcht und Zittern den Prozess des Erwachsenwerdens begleiten und dass wir Mut brauchen, um loslassen zu können. Also das finde ich nochmal eine wichtige Aussage. Ja? Es ist ja wirklich ein Prozess des Erwachsenwerdens. Auch wenn wir uns hier im Zen mit uns beschäftigen, dann selbst wenn wir uns mit dem inneren Kind beschäftigen, beschäftigen wir uns ja mit dem Prozess des Erwachsenwerdens dabei. Wir wollen ja mit unserem Kind erwachsen umgehen, mit unserem inneren Kind. Wir wollen dem ja fürsorglich begegnen können. Und wir wollen behutsam sein. Aber wir erleben da manchmal erschreckende Momente, auch beim Sitzen, ja. Und mit denen irgendwie in Kontakt bleiben zu können, das ist ein wichtiger Teil der Übung. Wie schaffen wir das, ja, dass wir mit Furcht und Zittern erwachsen werden und immer mehr Mut aufbringen, um loszulassen. Also, sie schlägt vor, behutsam und ehrlich zu uns selbst zu sein. Nichts Abwertendes über uns zu denken. Nichts. Nur gucken, was ist da jetzt gerade da, aber nicht das irgendwie beurteilen. Und sie sagt, dadurch berühren und beschnuppern wir die Mauern, die das Ego aufgerichtet hat in uns. Also diese Sicherheitszone, ja. Die gucken wir uns an. Und wir gucken uns auch an, was sind eigentlich die Geschichten, die wir uns erzählt haben, um diese Mauern da aufzubauen. Ja. Die kommen ja irgendwo her, diese Mauern. Sind ja nicht von Geburt an da. Von Geburt an sind keine Mauern da. Wenn wir auf die Welt kommen, da ist noch alles verbunden. Erst sind wir noch mit der Nabelschnur direkt und dann, naja, auch mit unseren fürsorglichen Eltern oder so, sind wir erstmal noch in einer relativ paradiesischen Ganzheit verbunden. Da müssen wir uns noch gar nicht abtrennen geistig. Müssen uns noch gar nicht irgendwelchen Welten gegenüberstellen. Das kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn wir Erfahrungen machen, dass wir uns schützen müssen, dass wir uns besser zurückziehen, dass wir rebellieren sollten. Alle diese Erfahrungen, die diese Mauern erzeugen, kommen erst in einem späteren Abschnitt unseres Lebens. Und
was dabei auf der Strecke bleibt, ist so etwas wie eine uranfängliche Weisheit. Ich habe bei meinen vielen Kindern beobachtet, dass die so zwischen 3 und 4 so eine Phase haben, wo die Sachen raushauen. Da denkt man, die haben jetzt 3 Jahre Philosophie studiert. Ja. Treffen die Feststellung unglaublicherweise. Ja. Oder sie äußern sich so überraschend wie meine Tochter Anna, die ich da in den Kindergarten gebracht habe, habe ich schon mal erzählt hier. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Anna, von all diesen Spielzeugen, die hier rumliegen, was ist denn nun das Schönste für dich? Da hat sie zu mir gesagt, Papa, alles ist schön. Ja, auf die Idee wäre ich nicht mehr gekommen in meinem Alter. Alles ist schön. So dieses, die Fülle so akzeptieren, das hat sie mich total überrascht. 3,5 oder 4. Ja. Und so, also diese Weisheit, die wir als Kinder noch haben in Bezug auf Grenzenlosigkeit und diese Zartheit, die wir haben, diese Bereitschaft so neugierig zu sein und die Welt zu erkunden. Auch bei meiner Tochter Anna habe ich festgestellt, die kriegte meine Schachtel Streichhölzer in die Hände. Messer, Gabel, Schere und Licht sind für kleine Kinder nicht. Kennt ihr wahrscheinlich noch diese pädagogischen Leitlinien aus der Kaiserzeit. Ich habe sie beobachtet, wie sie jetzt damit umging. Nicht ohne ein gewisses, ich wollte, dass alles gut geht. Ja. Und da in so einer Streichholzschachtel waren zu der damaligen Zeit 51 Zündhölzchen drin. Und sie hat die Dinger ausgepackt und eingepackt und ich konnte sehen, dass sie jedes Mal, wenn sie ein Streichholz da bewegte, mit einer anderen Fragestellung sich innerlich beschäftigt hat. Die hat sie nicht ausgesprochen. Sie hat experimentiert mit diesen Streichhölzern. Sie war in dieser Zartheit der Neugier drin, der Experimentierfreude, des Ausprobierens. Und später kommen dann irgendwelche einschneidenden Verbote oder sowas dazu. Das verleitet einem vielleicht dann so ein bisschen die Experimentierfreude. Aber erstmal haben wir das. Und deshalb sind wir eigentlich auch eigentlich geborene Krieger des Herzens und Kriegerinnen des Herzens. Wir machen dann nur so einen komischen Anpassungsprozess durch, der uns das beschränkt, indem wir auch dazu beitragen, dass Mauern entstehen und auf Mauern stoßen. Ja, und ich denke, das ist einfach sehr schön, wenn wir diese Mauern hinter uns lassen können. Und eben das Mitgefühl hilft uns, durch diese Mauern durchzukommen, bei uns selbst. Wir mauern uns ja ein, Mitgefühl dafür zu haben. Warum denn? Oh, ich muss hier zum Mikro aufpassen. Warum bauen wir diese Schutzwelle auf? Ja? Was sind die Erfahrungen dahinter? Und muss die Geschichte, die wir uns in dem Zusammenhang erzählen, ist die noch wahr? Ist das so? Können wir das neu hinterfragen? Ja. Ja. Dieser Kansan war der Gründer des Myoshinji-Tempels im 14. Jahrhundert.
Und dieses Verhalten, was er da an den Tag gelegt hat, das ist wahrscheinlich eher so in der späteren Phase seines Lebens der Fall. Er war eine Zeit lang in Kyoto und so weiter, wurde in Nagano geboren. Seine Geschichte will ich gar nicht so großartig hier ausbreiten. Auf jeden Fall wurde er als Mönch und Priester schließlich zurückgerufen, um bei der Myoshinji-Gründung anwesend zu sein. Es war eine chaotische Zeit damals in Japan. Und gut, ihm hat man zugetraut, dass er für diesen neu entstehenden Tempelkomplex etwas tun könnte. Und sehr interessant ist, dass Kansan Egen Zeit seines Lebens ein unglaublich bescheidener Mönch war, auch als er schon Abt des obersten Tempels vom Myoshinji war, war er immer noch nicht so richtig würdig ausgestattet. Ja? Es gibt so eine kleine Geschichte, ja, dass sein Zeitgenosse Muso Soseki, den haben wir hier auch schon mal behandelt, das ist der, der die großen Gärten initiiert hat und betreut hat, ja, die 500 Jahre existierenden schönen japanischen Gärten konzipiert. Und dafür hat der Muso Soseki viel Energie aufgebracht und war auch sehr anerkannt als Zen-Meister. Und der besuchte dann mal den Kansan, ja, und hatte sich nicht angemeldet, kam einfach so bei ihm vorbei und Kansan hatte nichts zu bieten. Keine Okashi, gar nichts, ja, keine Reiskuh. Naja, da vor dem Myoshinji sind lauter so kleine Lädchen, ja, waren schon damals da, also schickt der Kansan einen Mönch, soll mal schnell so ein paar Reiskuchen und sowas besorgen. Ja, der kommt zurück mit Bohnenkuchen. Ja. Der Kansan hat jetzt kein Tablett und gar nichts. Ja. Also nimmt er da von seinem Tuschekasten den Deckel, dreht ihn um, tut die Bohnenkuchen da drauf und bietet sie dem Soseki an. Ja. Und der war von der Einfachheit von Kansans Leben schwer beeindruckt, ja. Dass der sich da keinen Gedanken drüber macht. Oder? Nimmt das einfach so. Ja. Auf dem muss man sich mal vorstellen, ja, da sind ja auch Farbreste drauf und so, wenn das Ding da umgeht. Also, ja, hier kommen, da sind die, sei mein Gast und so. Ne? Wenn wir jetzt an unsere Teezeremonie denken, die wir hier manchmal machen, schon allein für uns hier, die Funktionsträger, da geben wir uns ja große Mühe und womöglich eine große Teezeremonie, wie sie also vorgesehen ist von der Oa Senkische oder so. Ja, da ist ja alles picobello und die Servietten richtig rumgefaltet und 385 Handgriffe werden da perfekt angewendet, um so eine Teezeremonie so durchzuführen, dass das Publikum sich auch geehrt und respektiert fühlt. Ja, kannst dann irgendwie kommen hier, nimm. Der muss Soseki, der war so ungefähr Landesmeister oder sowas zu der Zeit, ja, also ziemlich Topshot, ja, war nichts anderes da. Und es ist interessant, dass der Kansan, obwohl er auch der Lehrer des Kaisers war zu einer gewissen Zeit,
dass der keinerlei Schriften hinterlassen hat. Also er ähnelt ja so ein bisschen Eusebius Roshi. Der war ja Philosophieprofessor und man hätte eigentlich denken können, dass der jetzt so verschiedene Ergüsse da so der Nachwelt hinterlässt. Stattdessen hat er so drei kleine schmale Heftchen hinterlassen. Ich konnte die natürlich nicht entziffern, weil das ja nun japanisch war und so. Aber als Kaas dann mal da war, da habe ich Kaas gebeten, dass er mir mal die Essenz so mitteilt. Und Kaas, der hat die Heftchen da innerhalb von einer halben Stunde durchgelesen. Und mich gefragt, steht da irgendwas Besonderes drin? Ja, es geht da um Existenz und Nicht-Existenz und Beyond Existenz und Nicht-Existenz. Das ist alles. Aha. Also, nichts mag Erschütterndes oder sowas, ja, was unser Roshi da hinterlassen hat. Und der Kansan, der hat nur einen einzigen Ausspruch getan, der überliefert ist. Und zwar bezog sich dieser Ausspruch auf das Koan vom Eichbaum. Ja? Zu Joshu kam ein Mönch und stellte die Sinnfrage, wie man das in der Tang-Zeit stellte, natürlich nicht, was ist der Sinn des Lebens, sondern er fragte, was ist der Sinn von Bodhidharmas Kommen aus dem Westen? So haben die Zen-Leute sich immer die Sinnfrage gestellt. Muss man nicht so persönlich werden. Ne? Da hat Joshu gesagt, also übersetzt wird es bei uns immer die Eiche im Garten. Eigentlich war es ein Wacholderbusch, ja, so ein eher nicht zu gebrauchendes Holz oder sowas, ja. Da, dieser Busch da, ja. Aber wir hören immer der Eichbaum im Garten. Und für uns Deutsche ist das natürlich besonders wichtig, weil die Eiche ja eigentlich ein deutscher Baum ist, ja. Deutsche Eiche, die sind immer noch auf den Münzen drauf und meine Lieblingsmünze ist der alte 50-Pfennig-Coin. Ja, da pflanzt eine Jungfrau eine Eiche. Das hat mein Leben bereichert. Lange Zeit habe ich immer danach gestrebt, so einen 50er irgendwie mal zu erwischen. Ja, so als Taschengeld oder so. Und dann, da war die so drauf, ja, die deutsche Eiche. Und die stand halt bei Joshu im Garten. Und der gesagt, ja, der Eichbaum im Garten. Und mit diesem Korn, da kann man lange sitzen, ja. Und es hat sich bei Joshu eigentlich aus so einem Mondo entwickelt, ja. Ein Mönch kam und fragte, welchen Sinn hat es, dass der Patriarch aus dem Westen kommt? Joshu, die Eiche im Vorgarten. Der Mönch daraufhin. Bitte, Meister, lehre uns nicht, uns auf Objektivität zu beziehen. Joshu, ich lehre euch nicht, euch auf Objektivität zu beziehen. Darauf der Mönch. Ja, welchen Sinn hat es denn dann, dass der Patriarch aus dem Westen kam? Die Eiche im Garten. Muss man wohl wieder unter der Rubrik Barmherzigkeit verbuchen, wenn man da nicht so schnell so einen Dreh dran kriegt. Ja. Kurz und gut, dieses berühmte Eichbaumkorn, dazu hat Kansan Egen einen kurzen Kommentar gesagt, und zwar als Meister Ingen den Myoshinji besuchte. Der kam irgendwie aus China und
wollte mal sehen, was sich so da tut. Und der hörte dass Kansan da ein berühmter Meister gewesen war. Und er fragte dann Daim Yoshinji nach, hat er irgendeine Schrift hinterlassen und so. Nee, haben die gesagt, Mönchen, von dem gibt's nichts. Und dann hat er sich von einem anderen Mönch, Ingen, hat sich von einem anderen Mönch an das Grab von Kansan führen lassen. Und dann standen sie da so vor dem Grab und dann sagte der Mönch, ja, der einzige Satz, den wir von Kansan überliefert bekommen haben, ist, dass er gesagt hat, das Korn, die Eiche, hat die Wirkung eines Banditen. So klug und erschreckend. Es nimmt uns alles weg. Und als Ingen das hörte, sagte er ehrfürchtig, dieser einzige Ausspruch ist mehr wert als 100 Bände mit Reden. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.